Willkommen zurück zu Grandia. In der letzten Folge ist einiges passiert. Wir haben auf der Grandeur Fina befreit und auch gegen General Bar gekämpft und irgendwie mit Ach und Krach überlebt. Als nächstes wollen wir in das Dorf Lane, um hier mit den Ältesten zu reden. Die drei Weißen sollten den Weg nach Alend kennen. Okay, schauen wir erstmal, was Dalin uns sagen kann. Genau, wir wollen nämlich nach Alend. Seitdem wir ja General Baal auch besiegt haben, wollen wir jetzt unser eigentliches Abenteuer irgendwie fortführen. So, muss jetzt gucken, wo es hier genau hingeht. Mildas Haus. Ja, hier ist gut. Justin, was machst du hier? Ihr seht aus wie ein Haufen durchnässte Katzen. Dalin, hören Sie, ich brauche Ihre Hilfe. Verstehe. Und was wollt ihr unternehmen? Lieta hat es mir gesagt. Wenn du die Antworten auf viele Fragen suchst, dann komm nach Alend. Jetzt verstehe ich es. Am Beginn der Reise habe ich es noch nicht verstanden. Ihre Worte. Es gibt etwas, das ich wissen muss. Eigentlich ist es nicht nur eine Sache, sondern so vieles. Angelo erstreckte sich über die ganze Welt. Warum ging es unter? Die Ikaria, der Geisterstein und Gaia. Ich muss nach Alend. In Alend wird alles klar werden. Ich werde alle Antworten finden. Dann ist die Zeit gekommen, Junge. Die Zeit für dich, den Auserwählten. Wir sind nicht nur Wissenschaftler, sondern auch die Torwächter von Alend. Ich durfte mir nichts anmerken lassen, solange du nicht bereit warst. Aber jetzt bist du es. Auf nach Alend. Ja. Ich mache mich auf den Weg. Ich werde die Antworten finden. Gut. Dorlin weist den Weg nach Alend. Sei aber vorsichtig, Justin. Das bin ich. Und danke, Dorlin. So, dann wollen wir mal los. Ne? Also vorher war es ja auch schon so, ne? Geh von der einen Kuh zur nächsten. Ist auch so, ne? Ja, geh doch zum anderen. Ich hab keinen Bock, dir das zu sagen, wie es da hingeht. Geh doch zum anderen, der kann es viel besser erklären als ich. Da muss ich nur gucken, wo jetzt dieser Leuchtturm hier genau war. Nicht da. Wir müssen zu Dorlin. Hier, ne? Ja, das sieht gut aus. Haus von Dorlin den Weisen. Du bist es. Du bist es. Ich erinnere mich gut. Wer bist du überhaupt? Hä? Nicht schon wieder. Ich mache nur Spaß. Was ist es heute? Was wollt ihr mich heute fragen? Sehen Sie mal. Endlich haben wir den Schlüssel nach Alend. Der Schlüssel? Nach einen Schritt näher an Frau Lierte. Gut gemacht, junge Leute. Gut gemacht. Gute Arbeit. Was für ein Schlüssel? Dorlin? Ich will nach Alend gehen. Es gibt da etwas, das ich wissen muss. Die Zeit ist also endlich gekommen. Der alte Dalin hat es euch bestimmt erzählt. Wir sind auch die Torwächter für Alend. Dann will ich euch mal den Weg zeigen. Werft als erstes die Medaille des Wissens in die schöne Quelle hinter dem Dorf. Dort seht ihr einen Regenbogen. Er wird euch nach Alend führen. Dann werdet ihr das finden, wonach ihr sucht. Auf zum Regenbogenberg und zur Regenbogenquelle. Ab mit euch, auf nach Alend. Danke, Dorlin. Auf nach Alend. Ich werde das Regenbogentor öffnen, findet die Antworten und dann, Lierte, mit meinen Händen. Was wollen Sie denn mit Ihren Händen machen, alter Mann? Das Tor zum Regenbogenberg hinter dem Dorf ist bereits offen. Das ist das Tor am Seeufer. Na voran, junge Leute. Von der Regenbogenquelle südlich von Lane bis Alend. Lierte, mit diesen Händen. Oh Gott. Ich wacke mal an deiner Statue ein bisschen rum. Ich glaube, passiert nicht viel. Na, dann halt nicht. Ich habe da ein mieses Gefühl. Das ist das Ding, was wir auf Wandgemälden gesehen haben.
Da ist General Baal. Und Mullen. Es ist endlich soweit. Es ist Zeit, dass der Geisterstein wieder eins wird. Vater, wie kannst du das wollen? Belebe diese Bestie nicht wieder. Etwas zu spät, oder? Außerdem war die Wiederbelebung von Gaia das letzte Ziel von Operation Yggdrasil. Sieh es dir an, Mullen. Gaia platzt vor Freude. Ich höre ihre Stimme. Sie will sich an der Energie des Geistersteins laben. Vater, begreifst du nicht? Gaia kann von menschlicher Hand nicht gebändigt werden. Du wiederholst die tragischen Fehler der Vergangenheit. Erinnerst du dich an die Soldaten und Humanoiden, die Gaia verflucht und zu Stein verwandelt hat? Würmer, bloßes Futter für Gaia. Würmer, wie kannst du nur? Vater, wenn du das wirklich denkst, dann war dein ganzes Gerede von Opfern und deiner idealen Welt nichts als Lügen. Es gibt keine ideale Welt ohne Gaia. Wer den Willen Gaias ausführt, wird unendlich gesegnet sein. So wie ich es sein werde. Ha! Aus dem Weg, Mullen. Ich werde jetzt das letzte Teil des Geistersteins darbieten. Die ganze Mannschaft des Kampfschiffs der Grandeur ist bei seinem Absturz angekommen, bis auf General Baal. Die Berichte vom Kampfschiff Lionlord, das mit der Rettung der Überlebenden betraut wurde, sind schrecklich. Und doch, wie konnte General Baal ungeschadet davonkommen? Naja, da gibt es bestimmt Gründe dafür, die wir vielleicht schon gesehen haben. Ich habe Angst. Wenn ich General Baal sehe, kann ich nicht aufhören zu zittern. Es ist, wie ich befürchtet habe. Er darf den Geisterstein nicht bekommen. Aber er hat ihn ja schon. Okay, auf zum Regenbogenberg. Er hat gesagt, der ist direkt hinter dem Dorf, richtig? Ihr müsst einfach nur um den See laufen, dann findet ihr ihn. Okay, ich wollte jetzt aber nochmal ganz kurz gucken. Ja, ob ich das hier schon mal geguckt hatte. Hier ist da noch irgendein Buch. Oh, ich kann die Laterne angucken, aber nicht das Buch. Das hatte ich schon angeguckt. Egal. So. Also um den See, ja? Na sowas, das Tor hat sich während meiner Zeit als Torwächterin noch nie so plötzlich geöffnet. Ihr habt Dorlins Erlaubnis, oder? Na dann geht durch. Passt aber auf euch auf, es gibt Monster bei der Regenbogenquelle. Kommt zurück, wenn es gefährlich wird. Okay, ich geh dann mal. Regenbogenbergfuß. Abenteuerliche Musik. Und irgendwelche Viechers. Hallo, irgendwelche Viechers. Ein Kiemenmolch. Molchblatt, schwör, hier. Holz. Alle fair, hier kommen. Gruppenaktion. Reich lang Fackeln. What a cinch. Na, auch wenn hier Guido nicht unbedingt am meisten Schaden macht. Aber das ist auch gar nicht schlimm. Aber noch so eine andere Kreatur. Eine kreative Kreatur. Dann sterben nicht mehr alle Gegner mit einem Schlag. Also außer manchmal. Okay. Die Gold. Haben wir noch mehr tolles Zeug? Ich weiß es nicht. Hier liegt irgendein Trank. Eine Lebfrucht. Die können wir direkt benutzen für Justin. Mehr Leben ist mehr Leben. Und mehr Stärke, mehr Stärke. Keine Ahnung, wo ich hier genau hin muss, ne? Aber ich folge einfach meinem Gamer-Instinkt. Das kann nur in die Hose gehen. Die Gegner hatten wir noch nicht gegen. Die kämpfen wir auch mal.
Crimsona. Mhm. Also Hummer. In Crimson Farben. Wow, du machst ja ganz viel Schaden. Da wahrscheinlich wieder irgendeine Elementarwaffe oder so. Ich nix wissen. Oben hätte Gold gelegen. Bin ich jetzt aber tatsächlich kein so großer Fan von. Nee. Mist, ich wurde angegriffen. Nein. Okay. Die gehen zumindest relativ flink. Die Molche. Molche und... Ne, durch. Ach, das Seil ist gerissen. Ihr Penner! Der steht hier voll im Weg. Wir stehen hier alle irgendwie ein bisschen im Weg, ne? Aber die insbesondere ganz doll. Mist, gleich B gedrückt versehentlich. Weil ich aber wild auf dem Controller rumdrücke. Weil ich es kann. Macht man halt manchmal so, ne? Gehen wir hier nochmal hoch. Dann ist auch noch eine große Kiste. Theoretisch würde ich die große Kiste schon gerne haben wollen. Aber hinkommen ist halt so eine Sache, ne? Ach komm. So. Gehen wir hier rüber. Ja, kommen wir zumindest an diese Kiste. Hallo. Dann kriegen wir Versammen. Können wir, glaube ich, auch direkt benutzen. Jo. Und dann mache ich ganz kurz hier mal zwangsläufig ein kleines Päuschen. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ja. Muss da halt mal ganz kurz die Aufnahme unterbrechen. So ist es halt manchmal. Mit dem echten Leben und so dazwischen. Ja, und ich suche mir jetzt irgendwie weiter hier meinen Weg. Vielleicht, eventuell, möglicherweise. Ich weiß ja nicht mal, wo ich hin will. Ich weiß ja nur, wo ich hin muss, laut Kompass. Da war ein Sack voll Gold. Da musst du mal eben mit. Und die stellen sich immer in den Weg. Was stimmt denn mit den Leuten hier? Stampfvogel. Stampfkartoffeln wäre mir nicht lieber. Ist Stampfvogel nicht auch einfach nur eine Art Vogelmet? Ich weiß ja nicht. Not bad, eh? So. Hier waren wir aber, ne? Genau, hier ist das Seil kaputt. Jetzt halt so die Frage, alle Fragen, wo ich jetzt irgendwie hin kann und soll. Ich weiß nicht. Wir haben bald hier die gesamten Gegner des ganzen Gebietes hier beseitigt. Das ist weiter gut. Du kriegst ganz schön Schaden. Dafür, dass er der älteste der Mogai ist. Vom ältesten der Mogai hat man mehr erweitert. Kam ich jetzt hierher oder war es der andere? Okay. Muss ich den anderen lang gehen vielleicht? Ich komme da auch zu diesem komischen Aussichtspunkt. What a cinch!
Achtung! Also hier rüber. Und dann einmal einen Sack voll Geld. Ui, toll. So, und darüber sehen wir so viel. Manchmal sind die Dinger so nicht hilfreich. So, jetzt kommen wir auch zu dem Brot. Und unten ist da diese große Kiste. Wo ich theoretisch auch nochmal gerne hinwollen würde. Frage ist, ob sich das halt lohnt. Ob ich dann letztendlich dann mehr Laufweg habe, als ich eigentlich will. Hm. Probieren geht über studieren und so, ne? Hier haben wir dieses Brot. Hallo Brot. Direkt wieder benutzen für Justin. Zack, passt. So, ja, da kommen wir einfach so hin. Das ist schön. Da mit drin. Seite. Was soll ich denn jetzt mit Seite? Blizzard-Resistenz. Also was am Wind. Okay. Ja. Nö. Irgendwie so würde ich sagen, nö. So, Regenbogenberg-Gipfel. Den können wir speichern, das ist gut. Und heilen, auch nicht verkehrt. Okay, weiter geht's. Ist der Gipfel groß? Ich mache ja einen auf Reinhold Messner, ne? Ein Berg nach dem nächsten wird erklommen. Wie viele Berge wir hier in diesem Spiel schon bestiegen haben. Bestimmt schon 2, 3, 4. Ich weiß nicht. Hier vor ein paar. So viel ist sicher. War das Kopftanz? Waren das hier die Headcrabs aus Half-Life auch? Kopftanz? Der Facehugger aus Alien? Ist das auch Kopftanz, was die machen? Und ich frage also. Würde mich halt interessieren. Wie die das dann halt so betiteln, wenn sie angreifen. Hier geht's nirgendwo irgendwie rüber. Wir müssen bestimmt über den Fluss. Vorne ist ein Stamm. Nehmen wir doch den Stamm. Das ist nicht der Stamm, der abwarten, sondern einfach nur ein Holzstamm. Och, Guido. Was soll denn das? Da hoch. Weiß nicht, da ist ein Sack mit Geld. Nehmen wir das Geld. Und ist hinter dem Wasserfall? Ui, ein Gegner. Wasserfallgegner. Also sonst hast du hinter dem Wasserfall immer Schätze und anderes tolles Zeug. Hier ist der Gegner. Auch das kriegen wir irgendwie hin. So. Hier haben wir wieder einen Aussichtspunkt, wo wir so viel sehen. Und ich muss schon wieder eine Pause machen. Wir sehen uns gleich. Oh Mann, vielleicht kann ich jetzt mal in Ruhe so, ne? Ein paar Minuten hier spielen. Ja, schön. So, wir wollen hier drüben die Kiste auch öffnen, weil ich es kann, vielleicht. Hier drin haben wir Vertrauen. Was ist denn Vertrauen? Ich glaube, das hatten wir schon mal. Hier. Schleuche IP eines Freundes dauerhaft. Okay. Okay. Du hast aber auch noch Laufsamen. Ne?
Geschwindigkeit erhöhen hier. Warum nicht? So, auch noch einen Kraftsamen und einen Fährsamen. So. Prüft alles, ne? Alles just. Weil wegen, warum nicht? Das ist auch noch eine Aktfrucht. Auch nicht verwerflich. Also nicht zum Wegwerfen gedacht. So. Ich hoffe mal, dass wir jetzt hier irgendwie mal endlich den Gipfel des Berges erreichen. Vielleicht? Eventuell? Okay. Ja, halt nicht. Ja, Wumpe. Auch schon Gipfel des Berges, also wirklich. What a cinch. Okay. So. Wir müssten eigentlich gleich endlich mal hier fertig sein. Kraftsamen, Kraftfrucht, wie auch immer. Plus 3 Vitalität, wupp wupp. Da geht's wieder irgendwie rüber, wenn ich hier vorbeikomme. Knarf. Trifft sie Kiemenmeuche später. What a cinch. So. Hey du, du schießt im Weg, ich schwör. Kann auch, ne? Hier. Einfach nochmal hier ein bisschen Magie machen und sowas. Hatten wir schon ewig mehr. Mach mal knistern. Oh, Power of Ice. Können wir ein bisschen Magie-Skill. Nicht, dass wir es nötig haben, aber können wir ja mal machen. Insbesondere Rap haben wir ja sehr vernachlässigt, was es angeht. Aber da halten die Gegner auch immer wieder 2 Hits mehr aus, so gefühlt. Mach mal. Peace. Aushalten, Risiko, gib alles. Okay. Gib alles rap. Good, take this. What? Siehst du, da sehen wir mal die ganzen Dinger, die Guido so drauf hat. Ist ja nicht viel, aber immerhin. Hear the earth roar. Jo. So. Das Spiel ist halt sowieso halt darauf ausgelegt, mehr oder weniger, dass du früher oder später wirklich OP bist. Ja, wir haben dem Spiel so ein bisschen was vorweggenommen, indem wir nicht mal früh gelevelt haben, gegrindet haben. War ja schon spät und halt auch bedürftig und so. Aber gut, hier haben wir Regenbogen. Destiny, du hast es endlich geschafft. Ja, jetzt kommen wir ans Ziel. Also ja, jetzt kommen wir ans Ziel. Jetzt hat sich gerade das Profilbild geändert. Es ist kein Traum. Zeig die Brücke nach Allen zu erschaffen. Wirf die Medaille in die Quelle. Das wollte ich gerade tun. Also los. Flup. Regenbogen sind weg. Die Regenbögen haben sich vereint zu einem Regenbogenstrahl. Anscheinend ist meine Arbeit getan. Jetzt bist du dran, Justin. Geh, du gehst voran. Hä? Was meinst du, Guido? Kommst du nicht mit uns? Ich war eh keine große Hilfe. Weißt du noch, was ich gesagt habe, als wir uns zum ersten Mal trafen? Ich habe gesagt, dass jeder einen Platz in dieser Welt hat. Und das heißt wirklich... jeder. Ja, meine Rolle, die nur ich spielen kann, klar? Und das gilt auch für dich, Kamerad. Keine Sorge, du wirst es schon verstehen, wenn du in Talent bist. Du wirst deine wahre Rolle finden. Meine wahre Rolle? Ich verabschiede mich nun. Justin, Finarab, grüß Lierte von mir, ja? Aber sicher, Guido. Bis bald.
Tschüss. Boah, wir sind voll abgehoben, ey. We keep zooming through the clouds. We're not gonna be dropping down from here, right? Look, Justin. That must be a lint. All the answers will be there. A lint ist eine Weltraumstation. Oder ein Satellit. Weiß auch nicht. Was ist das denn? Es ist also Alend. Ich habe es endlich geschafft. Fina, Krab, was sagt ihr dazu? Wir sind tatsächlich hier. Du hast es geschafft, Justin. Okay, Jax. Okay, lasst uns weitergehen. Diette wartet sicher schon. Okay. Und da haben wir noch. Da ist noch so ein Mannei. Das fliegt da einfach so rum. Warum auch nicht? Nehmen wir mal mit, ne? So. Wir können auch abseits des Weges hier nicht viel auskundschaften. Na dann. Gehen wir mal den Weg, den wir gehen können. Da ist noch irgendwas. Aber ist anscheinend nur eine Deko. Okay. Ein Deko-Objekt. Und ein UFO, das vorbeiflattert. Na dann, hier ist ein Speicherpunkt. Speichern. Hier. Zack. Komm, die Bumsformel. Heilen. Und weiter. Was jetzt? Oh shit. Ein Kämpfer. Das ist eine Hydra. Heißt auch hier wieder Hydra, okay. Mal machen wir zu dritt platt, ne? Kann er hier. H- und E-Schnitt. Kann ich also gut. Prepare yourself. This is it. Piu piu. Okay. Oh. Wirklich sehr viel kaputt. Plötzlich. Das war unerwartet schnell. Der Torwächter von Alend, ja? Eine Hydra. Eine Unfallhydra. Oh Gold. Das brauche ich bestimmt nicht. Ich nehme es mal mit. Und jetzt? Sehen wir hoch. Ah, hier. Mit einem anderen UFO. Statuen. Skelette zumindest. Ich weiß es nicht. Oh. Noch ein Gegner. Auch den kennen wir schon. Ich hab mit neulich erst. Großer Susano. Ja, dann mach du mal, ne? Neodem-Kugel. Hat aber letztes Mal schon so gut funktioniert. Yo. You're going down. Hier auf die Axt. Dann kriegen wir vielleicht auch noch eine tolle Waffe oder so. Bitte warten. So. Axt kaputt. That was pretty. Und was kriegen wir jetzt Tolles? Jufkette, Wiederbelebung und Herr Peit. Herr Peitsche, Herr Peitsche. Dann kriegt Fina vielleicht endlich mal wieder ein Peitsche. Ist das möglich? Nein.
Plus 2 Spezialaktionen Kraftstufe, okay. Könnte sie eigentlich, ne? Dann kann sie endlich wieder ihre Elementar-Peitschenangriffe machen. Da wird schneller, aber warum? Ich weiß ja nicht. Okay. Da geht's irgendwie weiter. Hier gibt's keine Ahnung wohin. Ich kann mir das Ding hier angucken. Das ist ein Ding. Weiter rein? Nee. Dann geht's hier nur weiter. Ja. Oh. Justin war hier. Da ist irgendwas umgefallen. Und noch ein Gegner. Ein Drache. Natürlich. Wie soll es auch sonst sein? Phantomdrache. Ich wollte dich platschen, wa? Autorit und go. Das klappt manchmal. Hat schon viel Leben. Bin ich eigentlich schon fast froh, dass wir relativ stark sind. Der hört an. Wir sind stark und er hat... Ja. Es ist immer noch einfach, keine Frage. Aber es wäre schon heftig, wenn wir nicht so stark wären. Ja, Mama, das hätte ich gerne gesehen, wie du dich bei denen da abkotzt. Pech. Hat du Pech, hat du. Ist halt jetzt so, wie es ist. Wir können jetzt hier auch noch Mutter fleißig Magie verwenden. Aber tatsächlich sehe ich den Bedarf tatsächlich nicht. Es ist ja tot. Zählt viel aus, aber es ist tot. So. Hier kommen wir jetzt rein, ja? In die Kapelle. Ach, guck mal. Willkommen in Alend. Es ist lange her, seit wir das letzte Mal Gäste hatten. Liette heißt euch willkommen. Liette, ich hab's geschafft. Wie versprochen, genau wie ich es versprochen hatte. Also erzähl mir alles über Angelo. Ich sehe, du hast viele Fragen. Suche nach deinen Antworten. Hm? Wovon sprichst du da? Erinnerst du dich nicht an mich? Ich bin Justin. Justin! Dein Name ist also Justin. Schön, dich kennenzulernen. Mein Name ist Liette. Justin, was sind das? Hm? Was? Das sind alles Liettes? Was geht hier vor? Da ist eine. Und hat's eine Holo-Bilder. Ui. Aber was es genau damit auf sich hat, würde ich sagen, gucken wir uns dann an in der nächsten Folge von Grandia. Bis dahin, noch viel Spaß. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.